Was geht ab, meine Lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rap Talk, meine lieben Freunde. Und zwar bin ich auf etwas aufmerksam geworden, Freunde. Und zwar hat es gestern oder vorgestern, ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr euch dieses Video reinzieht, ein Release gegeben. Und zwar hat Mero seinen neuen Track veröffentlicht namens Olabilir, also ein recht türkisch angehauchtes, orientalisches Arabesk oder wie auch immer man das nennt, Track. Passt das so? Ist das Deutsch? Ja. Und zwar hat er damit sein neues Album Unikat hiermit vorgestellt. Und zwar, wenn man auf Amazon geht, Freunde, ja, das ist jetzt nur reine Spekulation. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, das kann ich natürlich nicht hundertprozentig zugeben. Die Alben kosten im Schnitt 79,99, also wieder diese 99er-Zahlen. Also das kennt man ja. 99 ist natürlich schöner als eine 0. Also im Prinzip, das Album kostet 80 Euro, meine lieben Freunde. Man kennt das ja an der Tankstelle, man zahlt ja, man sieht da, okay, Benzin kostet 1,449,9. Jeder schlaue Mensch weiß, 1,449 kostet 1,45. Diese 9, das ist einfach nur so eine kleine Mini-9, aber in Wirklichkeit zahlst du 1,45, meine lieben Freunde, ja. Und bei 79,99 zahlen ist das ebenfalls so. Du zahlst quasi 80 Euro. Und 80 Euro für ein Album von einem Newcomer-Rapper, ja, also das ist jetzt kein Rapper, der jetzt seit Jahren auf dem Musikbereich ist. 79,99, 80 Euro zu verlangen, das ist krass. Meine Theorie dazu ist, die Klickskäufe waren in den letzten Monaten und Jahren ziemlich intensiv und ziemlich teuer. Somit muss man jetzt gucken, dass die ganzen Kosten jetzt wieder plus minus null sind. Und auf jeden Fall ein sehr überteuertes Album. Ich weiß jetzt nicht, was da drin ist. Es gibt bei Amazon jetzt keine Beschreibung. Aber da es sich um Größe S und Größe L und Größe M und bla 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 handelt, könnte es sich auf jeden Fall hindeuten, dass da wahrscheinlich so ein Anzug drin ist, den er da mit Attiletten und vielleicht auch sogar mit dieser Tasche. Das könnte ich mir gut vorstellen. Man weiß es nicht, also es wird sich auf jeden Fall noch ein wenig in die Monate ziehen, wann wir wissen, was da genau drin ist. Erscheint am 27. September 2019, also knapp 2 Wochen nach dem 11. Was September. haltet ihr zu dieser Thematik über diese erhöhten Preise dieses Albums? Würde mich mal interessieren, meine lieben Freunde. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es ist immer noch in der Reparatur meiner Kamera. Das bedeutet, es wird weiterhin solche Videos geben. Ich danke euch fürs Einschalten und bis die Tage, meine lieben Freunde. Tschüss. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst.